Die meisten verbinden mit Fujifilm die X-T-Serie, eine sehr klassisch aufgebaute Kamera. Anstelle eines Moduswahlrads hat diese ein Rad für die Verschlusszeit und für ISO. Mit der XS10 ändert sich das und du bekommst eine Bedienung ähnlich wie bei einer Spiegelreflex bzw. wie bei einer spiegellosen Sony oder Nikon mit einem PASM-Moduswahlrad. Gleichzeitig löst sich Fuji damit von dem XT-Design. Ja, die XT-Serie sieht super aus, aber für mich ist der größte Nachteil, dass Fuji hier Design über Funktion stellt. In meinem Test zur XT4 war der größte Nachteil für mich der schlechte Griff. Und genau das ist anders an der XS10. Du bekommst den gleichen Sensor, der XT4, die gleiche Bildqualität, den gleichen Autofokus, aber einen besseren Griff. Ein Moduswahlrad und damit eine etwas modernere Bedienung. Und einen eingebauten 5-Achsen-Stabi. Und das alles für knapp 1000 Euro. Klingt nach einer perfekten Kamera, oder? Du kennst mich, ich schaue etwas genauer hin. Ich habe mir die XS10 das letzte Jahr sehr genau angesehen und auch einen Fotokurs speziell zu dieser Kamera entworfen. Du findest ihn auf meiner Seite klapsus.de. Das heißt, es war kein flüchtiger Blick, sondern ich kenne die Kamera jetzt ziemlich gut. Wenn du meinen Fotokurs zur Fuji XS10 oder zur Sony, mit der ich gerade filme, oder zur Canon oder zur Nikon gewinnen möchtest, bleib bis nach dem Fazit dran, dann erkläre ich dir mein kleines Gewinnspiel. So, das war Werbung in eigener Sache. Und dann noch Werbung für Fotoschatke. Die haben mir die Kamera nämlich verkauft. Wenn du also südlich von Hamburg wohnst und ein tolles, gut ausgestattetes Fotofachgeschäft suchst, Fotoschatke findest du in Stade und in Buxtehude. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt legen wir los und fangen an mit dem Gehäuse. Mein größter Kritikpunkt bei Fuji war bisher immer der Griff. Die XT4 ist technisch super, aber liegt für mich einfach schlecht in der Hand. Das ist bei der XS10 besser. Sie liegt für mich gut in der Hand, für die Größe der Kamera. Es ist endlich ein richtiger Griff. Das Gehäuse ist ein Magnesiumgehäuse, allerdings ist es nicht gegen Feuchtigkeit abgedichtet. Du hast also keinen Spritzwasserschutz. Die Verarbeitung wirkt ganz gut, aber nicht so hochwertig wie bei der XT4. Aber sie ist ja auch günstiger und mit 465 Gramm auch leichter. Als Kartenslot nutzt sie natürlich eine SD-Karte. Typ UHS 1. Die superschnellen UHS 2 Karten kannst du verwenden, hast aber keinen Mehrwert. Für eine Kamera in der Preisklasse ist das okay und auch völlig ausreichend. Der Akku hält etwa 325 Aufnahmen. Ist nicht gerade die beste Leistung, also zweiten Akku würde ich gleich mitkaufen. Und wenn du dann noch den Boost-Modus der Kamera einschaltest, damit zum Beispiel die Sucherfrequenz höher ist, dann ist der Akku noch schneller leer. Schön ist aber, dass du den Akku direkt in der Kamera über den USB-C-Anschluss laden kannst. USB-C ist die Zukunft, schön, dass die Kamera den hat. Direkt darunter hast du einen Micro-HDMI-Anschluss zum Anschluss am Fernseher. An den Anschlüssen wurde ein wenig gespart. Du hast nur drei. Und trotzdem ist alles drin. Der Klinkenstecker ist für den Kabelauslöser und ebenfalls für ein externes Mikrofon. Das musst du im Menü umstellen. Und über den USB-C-Anschluss kannst du einen Kopfhörer anschließen. Der Adapter auf 3,5 mm Klinke ist mitgeliefert. Schöner wäre ein direkter Anschluss, aber ich habe trotzdem nichts zu meckern, denn in der Preisklasse einen Kopfhöreranschluss zu haben, ist alles andere als selbstverständlich. Von daher, top. Der Sucher hat 2,4 Millionen Bildpunkte. Das ist okay, es gibt höherauflösende Sucher, die Kameras sind aber alle teurer. Also auch wieder für die Preisklasse absolut in Ordnung. Das Display hat knapp über 1 Million Bildpunkte, auch das ist gut. Es ist dreh- und schwenkbar in alle Richtungen, also auch nach vorne, zur Seite, auch einklappbar, um das Display komplett zu schützen. Genauso lieben das viele. Die Sucherfrequenz ist übrigens einstellbar von 60 Hertz auf 100 Hertz. Also praktisch für die Sportfotografie bzw. jegliche schnelle Bewegung. Also Sucher und Display sind bezogen auf die Preisklasse genau richtig und gut. 26 Megapixel statt 24 Megapixel bei der Konkurrenz. X-Trans-Sensor statt Bayer-Sensor. Das klingt gut in der Theorie. In der Praxis macht das für mich keinen Unterschied. Gerade bei dem X-Trans-Sensor, also die Anordnung der einzelnen Farbpixel, die ist ja anders als beim herkömmlichen Bayer-Sensor, das war ein realer Vorteil bei 16 Megapixel-Kameras. Aber nicht mehr heute.
Es war aber auch ein Nachteil bei der Rohrbildbearbeitung. Aber auch nicht mehr wirklich heute. Also kurz, du wirst kaum einen Unterschied ausmachen können in der Bildqualität oder im Bildrauschen, verglichen mit einer Sony oder Nikon. Aber ich fotografiere hier keine Charts ab, das machen die Profis, zum Beispiel bei DP Review, besser. Schau dir gerne dort die Auflösung, Rauschen und so weiter an. Wie gesagt, das macht für mich heute kaum einen Unterschied aus. Da ist das Objektiv, was du verwendest, viel wichtiger und damit ist das Thema Bildqualität für mich abgehakt. Aber wo der große Unterschied ist, der Bildsensor kann schneller ausgelesen werden. Genauer gesagt habe ich gemessen, braucht die Kamera 24 Millisekunden, um den Sensor einmal auszulesen. Grob ist das also 40 Mal pro Sekunde. Und das ist ziemlich schnell. Deshalb kannst du auch 20 Bilder die Sekunde mit voller Auflösung aufnehmen. Und im Sucher siehst du beim Fotografieren trotzdem 40 Mal in der Sekunde ein aktualisiertes Bild. Das gibt's sonst bei keiner APS-C-Kamera, nur bei professionellen Vollformatkameras wie der Canon R5, Sony Alpha 1, Alpha 9 in dieser Liga. Aber was hast du davon? Wenn du einen Vogel im Flug anvisierst, dann kannst du den 100-Hertz-Sucher nutzen. Das haben andere, zum Beispiel Sony, ebenfalls. Aber während du fotografierst, hast du zum Beispiel bei einer Sony 6400 nur 11 Bilder die Sekunde im Sucher, weil du immer das zuletzt gemachte Bild siehst. Und bei der XS10, wie gesagt, 40 Bilder die Sekunde, während du fotografierst. Und das macht für Nachverfolgung schon einen großen Unterschied. Ein weiterer Vorteil ist der relativ geringe Rolling-Shutter-Effekt beim elektronischen Verschluss. Also wenn du komplett lautlos fotografieren willst, ist es auf jeden Fall auch eine Stärke der XS10. Also kurz gefasst, es ist derzeit der beste Bildsensor im APS-C-Bereich, den du bekommen kannst. Bedienung. Ich finde die Idee der klassischen Bedienung einer X-T3, X-T4 zwar gut, wenn du schon lange fotografierst, aber nicht so einsteigerfreundlich. Und das ist bei der XS10 anders. Sie hat ein Modusweihrad, wie du es auch von heutigen Spiegelreflexkameras kennt. Das macht für viele den Umstieg leichter, aber auch den Einstieg in die Fotografie. Ist zum Beispiel gut, wenn es deine erste Kamera ist. Dann hast du von der Bedienung 3 Einstellräder. Das finde ich super. Allerdings, kleiner Nachteil, das linke Funktionsrad ist eigentlich nur für die Filmsimulation. Du kannst es theoretisch umprogrammieren, aber leider nur sehr begrenzt. Zum Beispiel kannst du zwar die Belichtungskorrektur drauflegen, aber die gilt dann nur für den Modus M. Apropos Filmsimulation, die macht bei Fuji immer Spaß. Erinnert an früher und wer zu Analogzeiten noch nicht fotografiert hat, der bekommt vielleicht ein kleines Gefühl dafür, wie es damals war. Mein Lieblingsfilm war übrigens damals der Velvia. Provia war immer sehr neutral und Velvia gab dem Bild einen extra Push an Farbe. Die Tastenanordnung finde ich insgesamt gelungen. ISO, Quick-Menü ist gut erreichbar, Videotaste passt, AL, AF-On und dann noch eine extra Taste direkt neben dem Sucher. Die ist in der Grundeinstellung für den Weißabgleich. Da sie aber unbeschriftet ist, ist sie ideal zum Umprogrammieren. Die XS10 hat ein paar Dinge, die mir richtig gut gefallen und nicht gerade typisch sind, vor allem nicht in der Preisklasse. Du hast zum Beispiel einen Joystick. Der ist super, vor allem um das Autofokusfeld zu verschieben. Langzeitbelichtungen sind nicht auf 30 Sekunden begrenzt wie bei anderen, sondern du kannst auch eine Minute, 5 Minuten oder sogar 15 Minuten einstellen, ohne externes Zubehör zu verwenden. Wenn du also gerne Langzeitbelichtung bei Nacht machst, wird dir das gefallen. Wenn es ein Firmware-Update gibt, dann musst du die Kamera nicht an den Computer anschließen, sondern du kannst das Update direkt von der Smartphone-App auf die Kamera übertragen. Das erwarte ich zwar eigentlich von jedem Hersteller, bei den meisten geht das aber nicht. Dann gibt es noch so praktische Kleinigkeiten. Zum Beispiel kannst du dir eine Schärfentiefenkontrolle einblenden lassen. Das ist sehr versteckt im Menü, findet man kaum. Wenn du es aber eingeschaltet hast, dann siehst du ungefähr die Ausdehnung der Schärfe bei der eingestellten Blende, unten in der Skala. Weiß ist die gemessene Entfernung und blau markiert ist die Ausdehnung der Schärfe, also der Schärfebereich. Auch das ist ein cooles Feature. Insgesamt also eine gut ausgestattete Kamera mit ein paar extra Features. Von der Bedienung aber nicht immer die leichteste, da ist Canon und Nikon meiner Ansicht nach durchaus besser. Aber die XS10 ist super ausgestattet. Und wenn du meinen Masterclass-Workshop dazu nimmst, dann verstehst du auch alles, wenn es um die Bedienung geht. Wenn es um die Geschwindigkeit geht, hier ist die XS10 besser als jede andere APS-C-Kamera. Mit mechanischem Verschluss sind bis zu 8 Bilder pro Sekunde möglich. Mit elektronischem Verschluss sogar bis zu 30 Bilder pro Sekunde.
allerdings einen Crop-Faktor von 1,25, das sind 16 Megapixel. In voller Auflösung bei 26 Megapixel sind es 20 Bilder die Sekunde. Wenn du den elektronischen Verschluss nimmst, hast du im Sucher auch keinen Blackout, der die Sicht auf das Motiv beeinträchtigt, sondern wie schon erwähnt, zeigt der Sucher flüssige 40 Bilder die Sekunde an, auch während du fotografierst. Und das alles inklusive Autofokus. Dann gibt es noch ein Pre-Shot-Feature, damit kannst du super Momente einfangen. Die Kamera fängt quasi schon an zu fotografieren, bevor du den Auslöser ganz durchdrückst. Auch den Autofokus habe ich natürlich wieder für euch getestet. Es ist aber das gleiche AF-System der X-T4. Hier bekommt ihr also den besten AF, den Fuji zu bieten hat. Tracking funktioniert in der Regel zuverlässig. Der Autofokus ist sehr gut, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau einer Sony 6400-6600. Auch die Gesichtserkennung und der Augen-AF funktioniert generell sehr gut. Mir ist aber aufgefallen, wenn man zu dicht herangeht, erkennt die Kamera kein Auge mehr. Auch insgesamt gibt es bei der Augenerkennung durchaus mal einen Fokus daneben, zum Beispiel wenn die Augenbrauen zu dominant sind. Die Augen von Tieren werden bei Fuji übrigens immer noch nicht erkannt. Also solider und zuverlässiger Autofokus, aber nicht der beste am Markt, eher der zweitbeste. Ein 5-Achsen-Stabilisator im Gehäuse bei einer Kamera unter 1000 Euro, das gibt es sonst nicht. Jedenfalls nicht bei APS-C-Kameras. Das ist schon einmal genial. Laut Fuji schafft er bis zu 6 EV-Stufen auszugleichen. Das ist durchaus mehr als zum Beispiel bei einer Sony, bei einer 6600. Und das wäre die einzige APS-C-Kamera von Sony, die ebenfalls einen 5-Achsen-Stabi hat. Ich habe den Stabi getestet, natürlich sehr subjektiv, weil jede Hand anders zittert. Getestet habe ich nur im Nahbereich, da komme ich aber nicht auf 6 EV-Stufen. Das kann bei unendlich, bei einer Landschaftsaufnahme aber ganz anders aussehen. Bei 50 mm kann ich sicher noch eine 6. Sekunde aus der Hand halten. Das entspricht eher so 3 bis 4 EV-Stufen. 6 EV-Stufen wäre eine Sekunde Belichtungszeit. Das kann mal funktionieren. Bei mir war es, wie gesagt, im Nahbereich, jedes fünfte, sechste Bild, was dann noch akzeptabel scharf war. Auf gut Glück, also okay, aber sicher bist du bei ca. 3 EV-Stufen. Das ist aber schon sehr gut. Nicht ganz so gut wie bei der X-T4, aber zum Beispiel besser als bei der älteren X-H1. Fuji hat viele Festbrennweiten ohne Stabi. Da macht das wirklich einen großen Unterschied und ist auf jeden Fall ein toller Mehrwert. Auch im Video hat die XS10 ziemlich viel zu bieten. Und doch gibt es einen kleinen Haken. Das Video wird oversampled aufgenommen, also schon mal sehr gute Qualität. Du kannst 4K bis 30p aufnehmen und das in den üblichen 8-Bit 4:2:0. Das genügt normal völlig. Wenn du aber mehr im Videoschnitt nachbearbeiten bzw. graden möchtest, dann kannst du auch mit 10-Bit in 4:2:2 und in Fujilog aufnehmen und über einen externen HDMI-Rekorder aufzeichnen. Und das ist schon ziemlich nice für jeden, der es braucht. Zeitlupe geht bis 240 Bilder die Sekunde, wenn du auf 24p stellst. Ich habe die Kamera jetzt auf 25p, da kannst du dann noch 100 oder 200 Bilder die Sekunde wählen. Bei 100 Bilder die Sekunde hast du noch ein gutes HD-Video. Bei 200 Bilder die Sekunde lässt die Qualität aber durchaus sichtbar nach. Für einige Slow-Motion-Effekte aber trotzdem schön zu haben. Zeitlupe ist also super. Zeitraffer hat die XS10 aber leider nicht. Zumindest nicht direkt als fertiges Video. Du kannst aber die Intervallaufnahme nutzen, wenn du Zeitraffer erstellen willst. Zum Video gehört ja auch immer noch Ton. Und wie gesagt, du hast sowohl einen Toneingang, 3,5 mm Klinke, als auch ein Kopfhörerausgang über Adapter, ebenfalls 3,5 mm Klinkenstecker. Und gerade der Kopfhöreranschluss ist in der Preisklasse nicht üblich. Den Mikrofoneingang, den wirst du auch brauchen, denn das interne Mikrofon ist nicht wirklich gut. Eigengeräusche der Kamera sind gut hörbar und bei langsamen Speicherkarten kommen sogar noch zusätzliche Störgeräusche dazu. Aber seien wir mal ehrlich, wenn Video wichtig ist, brauchst du sowieso ein gutes externes Mikrofon. Dann hast du noch ein paar tolle Features, zum Beispiel ein sogenanntes Telelight, sowohl vorne als auch hinten. Also ein Licht, was dir anzeigt, das gerade aufgenommen wird. Ob es leuchten soll oder nicht, das kannst du einstellen. Dann noch eine Zebra-Funktion, die zeigt dir Überbelichtung an, aber das ist mittlerweile auch schon fast Standard.
Als Nachteil hat die Kamera immer noch eine 30 Minuten Aufnahmegrenze. Egal in welcher Einstellung, nach 30 Minuten hört sie automatisch auf. Du musst das Video dann neu starten. Das ist eine alte Zollgrenze und seit 2021 sind diese Zölle in der EU, soweit ich weiß, weggefallen. Eigentlich macht daher das 30-Minuten-Limit überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn du nur kürzere Clips aufnimmst, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Aber für lange Interviewsituationen wäre das automatische Abschalten für mich sehr nervig. Thema Überhitzung. Ich habe ein bisschen was gefunden, dass einige klagen, dass sie bei direktem Sonnenlicht abschaltet nach 20, 30 oder 40 Minuten, je nachdem wie heiß das Ganze ist, wenn ihr in 4K filmt. Das habe ich nicht getestet. Bei direktem Sonnenlicht kann das auch bei anderen Kameras vorkommen. Wichtig ist für mich, dass sie bei normaler Zimmertemperatur durchgehend aufnehmen kann. Und das kann sie. Also 2 Stunden durchgehend filmen in 4K, 25p ist überhaupt kein Problem. Ihr braucht allerdings 2 Akkus oder ihr benutzt ein Netzteil. Aber natürlich alle 30 Minuten müsst ihr das Video neu starten wegen dem Limit. Also, kleines Videofazit. Das ist eine super ausgestattete Videokamera, eine sehr gute Videoqualität, wenig Rolling Shutter, aber mit 30 Minuten Zeitlimit. Und noch ein kleiner Haken. Die Benutzereinstellungen auf dem Moduswahlrad, also C1 bis C4, lassen sich leider nicht für Video nutzen, sondern nur für Foto. Wenn du mit den Einschränkungen leben kannst, tolle Videokamera, tolles Gesamtpaket, vor allem für den Preis, bekommt man so bei keinem anderen Hersteller. Mein Fazit. Das ist aktuell meine favorisierte Fuji-Kamera, unabhängig vom Preis. Ist ein anständiger Griff und das ist für mich wichtiger als das ein oder andere Feature. Alles drin, was die meisten brauchen. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Qualität, wenn es um Foto und Video geht. Und ein guter Stabilisator. Die Bedienung ist aber nicht immer einsteigerfreundlich. Aber sie kann sehr viel. Ich mag sie auch lieber als die X-T4. Nicht nur wegen dem Griff, sondern auch wegen der Bedienung. Auch wenn die X-T4 etwas besser ausgestattet ist. Insgesamt eine Kamera, die alles kann. Von Porträts, Sport, Wildlife und so weiter. Das System ist gut. Und Fuji hat ja viele Objektive im Sortiment. Möchtest du also eine sehr gut ausgestattete Kamera, ist die XS10 super für dich und ich kann die Kamera nur empfehlen. Wenn deine Priorität ist auf eine einfache Bedienung und du auch auf das ein oder andere Ausstattungsmerkmal verzichten könntest, zum Beispiel auf den eingebauten Stabilisator, aber Bedienung soll einfach sein, dann schau dir vielleicht mal eine Nikon Z50 an. Oder wenn für dich Priorität hat, den möglichst schnellen Autofokus zu haben, dann schau dir die Sony 6600 an. Apropos 6600, nächste Woche vergleiche ich die XS10 mit der Sony A6600. Wie schon gesagt, auf klapsus.de habe ich speziell zu dieser Kamera einen Fotokurs. Aber auch zu anderen von Sony, Nikon oder Canon. Schau also gerne mal auf meiner Seite vorbei. In 120 Videos, die gut strukturiert sind, erkläre ich dir alles zur Kamera und bringe dir das Fotografieren bei. Und wenn du den Kurs gewinnen möchtest, dann musst du einfach nur einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Und zwar erstens, dass du gewinnen möchtest und zweitens, welchen Kurs du haben möchtest. Also zum Beispiel, ich wünsche mir den Kurs zur Fuji XS10. Unter allen Kommentaren von diesem und von den nächsten beiden Videos verlose ich dann einmal den Kurs bei YouTube. Und zusätzlich einmal bei Facebook und auch einmal bei Instagram. Du darfst also gern bei allen 3 Gewinnspielen mitmachen, um deine Chance zu erhöhen. Teilnahmebedingungen findest du in der Beschreibung. Vergiss nicht, mir zu folgen. Und wenn du die Glocke aktivierst, wirst du auch benachrichtigt, wenn nächste Woche das Vergleichsvideo zur Sony 6600 kommt. Ich wünsche dir viel Glück beim Gewinnspiel und hier habe ich noch 2 weitere Videos, die dich interessieren könnten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.